Wer erinnert sich nicht an Vader Immortal und wie gehypt wir alle waren? Endlich sind Lichtschwertkämpfe in der virtuellen Realität angekommen. So imposant die erste Episode war, so ernüchternd waren die Lichtschwertkämpfe. Bestehen aus einem Trainingsraum, wo man auf der Stelle steht und Laser von Druiden abwehrt oder in der Geschichte einfach rumsteht, blockt und zurückschlägt. Gebt zu, wir haben uns die Lichtschwertduelle anders vorgestellt. Mehr Freiheit und mehr, was sich wie ein richtiges Duell anfühlt. Einfach etwas, das uns zu einem Jedi oder Sith werden lässt. Was wäre, wenn es so etwas geben würde? Ja, Grüße und willkommen, Wurmhoshis, hier bei einem neuen Video. Wir zocken heute mal wieder Blade & Sorcery seit langem mit dem sehr offensichtlichen Star Wars Mod, weil mich hat das, wie schon im Intro gesagt, bei Vader genervt. Das Spiel war, also die erste Episode war richtig geil, die Atmosphäre war super, aber die Lichtschwertkämpfe, die waren richtig enttäuschend. Man stand ja nur auf dem Fleck rum und hat den Trainingsruinen Laser zurückgeschlagen oder den komischen Viechern geblockt, geschlagen. Das, nee, ich will mich hier sehr springen, frei bewegen, Blitze machen irgendwie. Kommt nix. Ist auch egal. Wir fangen jetzt einfach mal an und ich zeige mal, wie so die Mod ist, was da so gibt. Wir nehmen mal hier die Ambush normal. Also wir sind jetzt mal die Bösen, ja? Ich werde jetzt auch gleich Copyright claimen, werde ich am Anfang sowieso, weil da jetzt Musik aus dem Film kommt, aber egal. So, hier ist mein Lichtschwert. Wer es erkennt? Es ist Darth Vaders Schwert. Das ist schon der erste. Das Geilste ist jetzt, pass auf. Kann ich jetzt eigentlich blitzen? Glaub nicht. Das kann aber auch vielleicht an den Mod liegen, dass das ein bisschen... Ich glaube, es geht. Cool! Oh, das ist so geil. Ohne Scheiß, ich liebe es, ey. Das Coole ist ja jetzt auch, wir haben ja nicht nur das, wir können auch... Oh. So geil. Jetzt richtig krank werden. Es geht nicht. Nein, fuck. Wieso geht das nicht? Oh Mann. Mehr. Vorführeffekt. Himmel, Arsch und Zwirn. So, Arm 1. Häng da nicht so rum. Über dich. Das Werfen müssen wir noch lernen. Aber du kannst sie halt nicht. Warte. Ach, fast. Mann, ich will das Schwert nicht nehmen. Ich dachte, ich treffe. Bleibst du hier? Ich glaube. Da
Da ist noch einer. Boah, es ist so geil. Ohne Scheiß, ey. Und tschüss. Didim, didim. Okay, und das war die erste Welle auf einfach. Ja, ohne Witz, das ist einfach nur scheißen geil. Ist halt immer noch Blade & Sorcery. Es ist mehr eine Sandbox. Es ist keine Story oder nix, aber das Rumalbern, die Mod, die ist... Boah, Alter. Boah, Alter. Können wir nochmal... Es gibt natürlich auch Darth Mauls Schwert. Damit kann ich aber überhaupt nicht üben. Man kann auch natürlich... Erst eine Seite. Noch eine Seite. Oder man kann sie gleichzeitig, ne? Aber ich kann damit überhaupt nicht um, ne? Dann gibt es natürlich auch Kylo Ren Schwert. Wer drauf steht. So, ganz lässig dann das so schlagen und dann. Mit dem Mofa-Sound. Ja, das finde ich aber nicht so cool. Es gibt auch Blaster Laser. Man kann auch irgendwie. Warte. Ach nee, warte. Oh, Entschuldigung. Ja, man kann auch Helme aufsetzen. Es gibt auch einen geilen Blaster. Sound auch natürlich. Original. Warum sollt ihr auch nicht den Original-Sound nehmen? So. Es gibt nämlich, glaube ich, auch Wellen. Da schießen die auch. Da kann man auch die Schüsse abwehren. Also Temple Guardian. The Emperor has asked his minions to do the worst of these. You must protect the younglings. Aber ich meine, das ist hier... Tactic Sith Defense. Ich glaube, das ist diese Sith Defense. Help protect the Sith against Jedi Attack. Nein. Jedi Defense, so. Sind wir mal einmal ausnahmsweise die Guten. Da spawnen sie. Die haben auch, glaube ich, kein Lichtschwert. Kann aber auch einer von uns sein. Hey. Hey, ist es nicht? Ist es doch? Ey, wo? Wieso seid ihr so weit weg? Aber man kann die Schüsse auch abwehren. Ja, gut. Wenn die schon die Arbeit für mich machen. Wartet auf mich. Ich will auch was abknallen. Oh, geh weg. Hä? Oh, ich hab die Waffe weggeschmissen. Das wollte ich nicht. Das war echt am Arsch der Welt. Jetzt, ich häng fest. Oh, das war schon. Ja, das war leider sehr enttäuschend. Wie dem auch sei. Wir schauen uns jetzt nochmal eine andere Karte an und wir sehen uns gleich wieder. Ja, wir sind natürlich in dem berühmten Duellraum von Episode 1, wo jetzt schon direkt die Mucke ist. Ich dachte, die geht erst los, wenn es losgeht. Geht los, wenn es losgeht. Ich will jetzt einfach ihr Lichtschwert. Ich will jetzt Leute umsäbeln. Heißt wieder The Raiders. Alles klar. Zack. Bomm. Und ich muss ja hier. Jedi Boss. Jedi Boss. Do it. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Ja, die Custom Maps sind natürlich jetzt nicht die allerhübschesten. Das ist viel Belichtung und alles. Da ist einer. Oh, der hat noch zwei, der Lümmel.
Mal ganz lässig hingehen. Ja, Lichtschwerter sind halt tödlich, ne? Wenn ich treffe, dann treffe ich. Oh, scheiße. Los, komm her! Ich will mal einen kaputt werfen, aber das hat nicht geklappt. Aber die schwersten sind es natürlich nicht, aber das Lichtschwert ist auch mega overpower, dass die KI da so fuchteln kann, wie ich schlag. Jetzt komm. Okay. Es kann's. Scheiße. Die drei. Das ist auch richtig bescheuert positioniert, ey. Jetzt auch mal zwei Lichtschwerter. Was ist das? Von wem? Once of the concept lightsabers of Gale Mark, Darth Vader's Apprentice. Okay. Ich muss das Buch noch an. So. Hey, wo ist das? Da. So, ihr die Boss. Wir do it nochmal. We do it nochmal. We do it, do it, do it. Oh, die Sounds sind schon so geil, ey. Boah, das ist einfach nur so geil, die Dinge an- und auszustellen, ne? Das ist... Das motiviert mich richtig. Ja, das geht auch mehr oder weniger. Es hat geklappt. Und sie fällt in Zeitlupe. Glaub ich nicht so sein sollte. Was sind denn das, ey? Macht benutzen ist eigentlich auch ziemlich fett. Das geht nicht ganz so gut. Ups. Oh, fuck. Achso, ich kann ihn auch... Ach, Mist. Hey, fuckel da mal nicht so komisch rum.
Junge, ich seh da zu blöd zum Laufen, ey. Da! Das sind aber echt ganz schön viele. Oder habe ich Endless Mode an und ich hab das nicht gerafft? Wie dem auch sei. Ich glaube, das hört hier nicht mehr auf. Ich schaue jetzt noch eine Karte an. Und dann haben wir es, glaube ich, für heute. Hui, bis gleich. Ja, hier wären wir bei der letzten Karte, die ich vorstellen wollte. Solaced Empire heißt sie, glaube ich. Das müsste eine Karte aus Battlefront 2 sein. Wenn ich das richtig habe, weil man kann da und da kommt man damals dann hin und auf jeden Fall hier die Plattform. Hier ist ein schöner Sternzerstörer. Wir fuchteln da jetzt noch mal ein bisschen rum. Wir versuchen es jetzt doch mal mit Darth Mauls. Mauls. Lichtschwert. Brauche ich nicht mit. Und ich brauche nur eins. Ach, ich nehme zwei. Scheißegal. Was soll denn der Geiz? War. Cis Ambush Hard. Ja, let's do this. Das schaffen wir. Oh, der Sound ist so geil. Wo kommen sie denn? Ja. Müsst ihr eigentlich auch mit dann mit zwei Händen kämpfen, ne? Was ich denn überhaupt nicht kann. Au. Ja, das ist... Ja, richtig abgefuckt schwer, ey. Ich glaube, ich hätte mich in echt schon selbst umgebracht, schon lange. Geschafft. Cool. Was ist das für ein Schwert? Es ist rot. Es leuchtet rot. Ja, das ist, glaube ich, von Count Dooku das Schwert. Die sind auch ziemlich geil modelliert, muss ich sagen. So, eine Runde machen wir noch. Es gibt nämlich... Wo ist denn der Platz da hinten? Quasi eine Welle, die... Index-Controller spielt, ist das witzig, die spielt die Szene aus Episode 3 ist das, ne? Wo Anakin die Jedi-Schüler tötet. Ich glaube, das ist Episode 3. Ich nehme jetzt einfach irgendein Schwert, das ist scheißegal. Das ist sogar Anakins Schwert, ja siehst du, dann passt das ja. Dann passt das ja. The Emperor's Bidding. Also, man tötet jetzt hier keine Kinder, das ist ein bisschen anders gemacht. Das ist eher sehr witzig, als dass es jetzt irgendwie grausam aussieht, weil ich einfach die Figur kleiner gemacht. Das ist total abgefahren. Na komm, kleiner. Ja. Oh! Komm, komm, komm. Er ist doch schon ein bisschen makaber, aber ach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Hier. Oh. Hey.
Es hat geklappt. Mein Lichtschwert steckt drin fest. Ich hab ihn. Ich glaube, ich habe jetzt auch kleine Kinderlichtschwerter, wollte ich schon gerade sagen. Hast du Lichtschwerter, Spielzeug? Jetzt, aber was ist hier los? Ja, das ist ehrlich gesagt, es ist für ein paar Sekunden witzig, aber halt die richtigen Kämpfe, die sind da schon eine ganze Ecke cooler. Ich möchte wohl gerne wissen, wo mein Lichtschwert abgeblieben ist. Geh doch mal weg. Ich glaub, da ist noch einer. Jetzt. Ja, das war ein kurzer Einblick von der Mod, beziehungsweise das sind mehrere. Weiß ich jetzt gar nicht, habe ich mehrere installiert? Die Karten sind auf jeden Fall einzelne Custom-Karten, logischerweise. Der Mod. Besteht, glaube ich, aus zwei. Müsste ich selber auch nochmal gucken. Die gibt es auf jeden Fall bei Nexus, quasi der Mod-Seite, wo schon seit jeher Mods für Skyrim, Fallout, Dark Souls, eigentlich fast jedes Spiel, was mappbar ist, hat es Inhalt. Auch jetzt für Blade of Sorcery. Doch sogar. Gibt es auch für Synth Riders? Ich weiß es jetzt gar nicht. Wie dem auch sei, da gibt es die Mod. Ich versuche mal die Links rauszusuchen. Die packe ich dann in die Beschreibung. Fingertracking ist schon witzig. Packe ich dann in die Beschreibung und dann könnt ihr da selber mal versuchen, runterzuladen, installieren. Also wie gesagt, es ist immer noch Blade & Sorcery. Erwartet jetzt keine Weltoffenbarung, aber wenn ihr Lichtschwertkämpfe wollt, also dichter kommt ihr da momentan nicht ran. Das ist einfach so. Traurig, aber wahr. Vielleicht tut ja Disney sich irgendwann erbarmen und dann statt diese cineastische Erfahrung, wie Vader Immortal, macht die dann ein wirklich komplettes Jedi-Spiel, komplett in VR. Ich sag jetzt nochmal komplett, damit wir alle guten Dinge 3 haben. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Daumen hoch oder runter. Eigentlich hoch. Beides wird ja gewertet. Wäre toll. Falls Abo noch nicht da ist, könnt ihr auch da lassen. Und die Glocke drücken. Andrücken die Glocke. So, alles klar. In diesem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal. Hey Wurmhoshi-Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da oder sogar ein Abo. Außerdem schaut bei unserem Gemeinschaftskanal VR-Pack vorbei oder meinen Kollegen Chris Reality, Hanks VR oder Tupac VR. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.